Hallo, hier ist EuropaBox28 und es wird etwas Neues auf meinem Kanal geben werden und das ist die Challenge Time und die besteht daraus, mit welchen Klassen, Waffen oder so in welchem Spiel, das ich spielen soll, egal welches, unten in der Beschreibung der Link zu einer gewissen Webseite, wo alle meine Spiele drauf sind, wo ich besitze und ja, da könnt ihr nachschauen, welches Spiel das ich spielen könnte. Oder ihr sagt einfach zum Beispiel COD, Black Ops 2, irgendeine Waffe, wo ihr eh noch nicht freigeschaltet habt, zum Beispiel. Ne, sagen wir mal die Vector mit Rohpunkten und so. Und sekundär das. Oder bei Battlefield Versorger, MV1, Schalldämpf oder so. Und dann würde ich das auch machen. Und an dem Tag oder so wie die Kommentare kommen, wenn es jetzt 5 Kommentare sind, werde ich 5 Videos machen. Am besten, oder ich mache es so, der Kommentar mit den meisten Likes wird ausgewählt und dann nehme ich die Klasse. Oder wenn jetzt nur ein Kommentar steht, ist ja logisch, dann nehme ich halt nur diesen Kommentar, auch wenn er nicht geliked ist, ist mir egal. Dann wird das halt so gemacht und ja, ich würde mich auf ein Feedback freuen, was ihr davon haltet, dass ich das Challenge Time nenne und ja. Oder ihr könnt auch sagen, es geht auch bei Autorin-Spielen zum Beispiel, ich sage zum Beispiel, bei Grid 2 habe ich, ne, Einzelspieler geht ja nicht, Multiplayer, ihr, da könnt habe ich auch ein paar Wagen frei, aber müssen mal schauen, was ich alles habe. Könnte dir zum Beispiel sagen, ich soll mit dem VW Golf fahren oder so. Dann würde ich das auch zum Beispiel machen. Und ja, freue mich darauf und eben noch viel Spaß beim Zocken und so. Und schreibt mir in den Kommentar, was ihr davon haltet, von diesem Projekt und ja. Würde mich freuen, wenn irgendjemand in die Kommentare schreibt, ja, gut. Und in die Kommentare schreiben ist gemeint, dass ihr einfach die Klasse, wo ihr wollt, oder die Zusammenfassung, so wie ihr zum Beispiel eben, so wie gesagt, dass ihr zum Beispiel die Klassen, wo ihr gerne spielt, mir sagt zum Beispiel unten im Kommentar, dass ich das und das nehmen soll und nachher spiele ich das. Battlefield 3 Status wird unten reingetan, dass ihr schauen könnt, welche Waffen und so, dass ich freigeschalten habe. Bei COD weiß ich nicht, ob es das gibt, weil ich COD-Webseite nie besuche. Und wenn, dann schreibe ich beim Forum irgendeinen Scheiß rein, dass sie mich noch mehr hassen, Activision und so. Ist ja egal. Wir sehen uns beim ersten Kommentar für die Challenge Time wieder und dann werde ich das so machen. Immer unter dem Video von der Challenge Time könnt ihr schreiben, welche Klasse das ich benutzen soll. Im nächsten Video. Und das Video wird am Anfang immer heißen Challenge Time, zum Beispiel Battlefield 3, Klasse von, nehmen wir einen YouTuber-Kolleg von mir vom PS Cinema, mit M249 heißt es einfach, das kleine Maschinengewehr. Beim Versorger zum Beispiel, das so wie der Titel dann heißen. Und das nächste Video vielleicht anders, da heißt dann Challenge Time von dem und dann die Klasse und dann unten in der Beschreibung noch der Link für den Kanal und so. Das werde ich dann so machen. Und das war's jetzt von mir. Und eben noch viel Spaß beim Zocken, beim Rocken und beim Haare färben. Und ja, nicht das Feedback vergessen. Bis dann.